habe einen Brief von Mr. Riley Kander erhalten. Sind Sie das? Darf ich eine Gegenfrage stellen? Wie heißen Sie? Das Schreiben hat mich in Idaho erreicht. Hm. Das war eine kluge Antwort. Sie sind bestimmt Lee Ring. Haben Sie den Brief da? Nein. Aber ich kann Ihnen sagen, was drin stand. Ich wurde in dem Brief gefragt, ob ich an $2000 Interesse hätte. Und was glauben Sie, müssen Sie für diese $2000 tun? Ich nehme an, Sie werden es mir sagen, Mr. Kander. Sie müssen vielleicht jemanden umlegen. Man bekommt nicht so einfach $2000 dafür, dass man nur spazieren geht. Wer ist der Mann? Jemand, der mir andauernd Ärger macht. Unser Sheriff. Tom Rosser? Ja. Haben Sie schon von ihm gehört? Ja, ich habe von ihm gehört. Werden Sie mit ihm fertig? $2000 ist eine Menge Geld. Rosser ist ein gefährlicher Mann. Kommen Sie. Guten Nacht. Mrs. Rosser. Vielen Dank. Guten Nacht. Gute Nacht. Auf Wiedersehen. Guten Nacht. Auf Wiedersehen. Guten Nacht. Wiedersehen. Ich wollte es dir schon den ganzen Abend sagen, Carol. Es waren 5 wundervolle Jahre. Für mich waren sie auch wundervoll, Liebling. Es war nett von den Baileys, uns am Hochzeitstag zu einer Party einzuladen. Aber sie haben nicht gewusst, dass wir am Sonnabend wegfahren. Hast du es den Bailey denn nicht gesagt? Ich glaube, wir müssen den Ausflug 1 oder 2 Tage verschieben. Ach nein. Riley Kander hat einen Mann aus Idaho hierher gebracht. Er hält ihn versteckt, aber ich weiß, dass er da ist. Und auch warum. Schon wieder eine Schießerei? Tom, ich halte das nicht mehr länger aus. Du weißt doch, ich bin dir jahrelang von Stadt zu Stadt gefolgt. 5 lange Jahre. Und letztes Frühjahr, als wir hierher kamen, hast du mir fest versprochen, hier würden wir endlich Ruhe finden. Hier wäre Schluss mit dem unerträglichen Leben. As lightning, and he had an eagle eye. He had nerves of steel, and he made you feel he would tame that town or die. So he walked right in to try to tame a town. Just one man to try to tame a town. Oh, you can tame a lion and tame a tiger or tame a woman's heart, but tell me how can you tame a town? He needed eyes in the back of his head. Walked into Condor's place, and the town was still. You could feel the chill as he met him face to face. All the fastest guns were blazing, and it looked like he was done. But he closed the gate on the hand that made as he took them one by one. Oh, yes, there was a man who tried to tame a town. Just one man to try to tame a town. Well, you can tame a lion and tame a tiger. Tame a woman's heart, but now I know you can tame a town. Ungefähr noch eine Stunde, dann sind wir da. Gott sei Dank. Erwarten Sie nicht zu viel, Madame. Bis Great Plains reicht Mr. Fells Eisenbahnlinie noch nicht. Die Stadt ist nicht sehr zivilisiert. Das macht mir nichts aus. Ich hoffe nur, mein Mann hat eine Wohnung für uns gefunden. Was tut Ihr Mann eigentlich, Madame? Er hat ein Geschäft. Es ist ein Saloon. Eine Spielhalle würden Sie es nennen. Soviel ich weiß, ist es ein sehr großer Laden. Er heißt so ähnlich wie Vergnügungspalast. Ich denke, der Besitzer von dem Vergnügungspalast ist Riley Kander. Mein Mann ist sein Partner. Ist jemand aus Texas dabei? Niemand aus Texas angekommen? Sie aus Texas, Madame? Sie ist nicht aus Texas. Tag, Hilfssheriff. Ihr seid verhaftet. Alle beide. Wir haben doch nichts angestellt. Wir haben nur nachgesehen, ob jemand aus Texas gekommen ist. Das war doch nur eine kleine Knallerei, weiter nichts. Los, heb ihn auf. Was fällt Ihnen denn ein? Dazu haben Sie kein Recht. Heb ihn auf. Heb ihn auf. Los, steh schon auf. Hey, sind Sie aus Texas, Mister? Auch nicht aus Texas. Genug jetzt, rein. Ah, ja. Kommen Sie bitte. Du bist mir also gefolgt. Was soll ich denn anderes tun? Zu meinem Vater kann ich nicht mehr. Es wäre für dich besser gewesen, du wärst doch zurückgegangen. Vielleicht. Aber ich habe dich nun mal geheiratet und muss gute und böse Zeiten mit dir teilen. Das war dein Fehler. Hör mich an. Den letzten Rest von Selbstachtung habe ich in St. Paul verloren. Es ist nichts mehr übrig geblieben, gar nichts. Immerhin hast du das Geld aufgebracht, um hierher zu reisen. Ich habe die goldene Uhr von meinem Vater verkauft, um die Postkutsche hierher bezahlen zu können. Du hast mir ja meinen letzten Dollar weggenommen. Sie. Wollen Sie vielleicht auch eine Ohrfeige haben? Versuchen Sie es doch. Ich brauche ein Zimmer, in dem ich mich ausschlafen kann. Ja, Sir. Guten Tag, Mr. Fair. Ich bin froh, dass Sie gekommen sind. Kommen Sie rein. Wie geht's, Sir? Wollen Sie die Angelegenheit übernehmen? Darum bin ich da. Gut. Hier ist die Urkunde über das Land, das ich Ihnen versprochen habe. Reiten Sie hin und sehen Sie sich's an. Ich glaube, dass es Ihnen gut gefallen wird. Sie wissen, ich vertraue Ihnen. Das Land wird bald sehr viel wert sein. Sagen Sie, haben Sie schon einen Plan? Ich werde erst mal versuchen, mir ein Bild von der ganzen Lage zu machen. Dann sehe ich weiter. Ich habe Ihnen in St. Paul einen Bericht gegeben. Es hat sich hier nichts gebessert. Ich habe in vielen Städten Ordnung geschaffen, Mr. Fell. Aber in diesem Fall wird es das erste Mal sein, dass ich gegen das Gesetz arbeite und ohne Unterstützung. Bis jetzt stand immer die ganze Stadt hinter mir und ich trug den Sheriffstern. Great Plains wird immer mehr als eine Stadt bekannt, in der alle Augenblicke ein Mensch getötet wird. Und das soll jetzt anders werden. Es ist notwendig, dass Einwanderer hierher kommen, um unsere Eisenbahn zu finanzieren. Sie müssen unbedingt Ordnung schaffen. Und zwar so schnell wie möglich. Ich werde mir Mühe geben. Es wird mir ein großes Vergnügen sein, Riley Kander zu sehen. Für ihn wahrscheinlich nicht. Sie haben den Job nur angenommen, um sich an Riley Kander rächen zu können. Es ist mir egal, was Sie tun, wenn Sie hier Ordnung gemacht haben. Aber meine Interessen haben nun einmal den Vorrang, Tom. Ich habe 640 Morgen Land von Ihnen erhalten, damit ich hier Ruhe und Ordnung schaffe. Ich riskiere es nicht, eingesperrt oder gehängt zu werden, nur um Riley Kander umzulegen. Wo bleibt denn Carmichael? Vielleicht hat er noch in letzter Minute einen Kunden gehabt. Du kennst ihn doch. Solange er noch $1 verdienen kann, da ist er ja endlich. Lass ihn reinschlagen. Ich mache nicht gern durch die Hintertürbesuche, Kander. Warum kann ich nicht durch den Haupteingang gehen? Je weniger die guten Bürger wissen, was hier in der Stadt vorgeht, umso besser für uns. Wie geht das Geschäft? Ich kann mich nicht beklagen. Und wie geht's bei Ihnen, Ken? Ich brauche noch 6 Monate, dann bin ich satt. Ich habe eine beachtliche Neuigkeit für euch. Jim Fell bringt eine Gruppe von Streckenarbeitern und Schienenlegern in unsere Stadt. Das bedeutet, dass die Eisenbahnlinie innerhalb von 2 Wochen hier sein wird. Hey, das ist aber wirklich großartig. Die Schienenleger und die Streckenarbeiter hatten noch nicht die Möglichkeit, ihr Geld unter die Menschheit zu bringen. Wir werden Ihnen schon dabei helfen. Ich habe noch ein paar Fässer Whisky für Sie bereitlegen. Hör zu, wir müssen es jetzt schaffen oder niemals. Wenn wir uns hier durchsetzen, dann können Sie Great Plains den Abfall. Eine ganze Weile her, Riley. Rosser. Sie haben vergessen, sich zu verabschieden vor 2 Jahren, als Ihnen Broken Lance zu heiß wurde. Einen hübschen Laden haben Sie hier. Ich habe mir gedacht, geh mal rein und sag guten Tag. Übrigens werde ich eine Weile hier bleiben. Akins, Florn. Seht euch mal den Mann da drüben an. Ich wünsche, dass ihr den im Auge behaltet. Ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Was ist denn mit dem Besonderes? Es ist Tom Rosser. Er ist wirklich der Letzte, dem ich hier begegnen möchte. Gerade in dem Moment. Jetzt habe ich fast alle in der Hand. Er sieht gar nicht so besonders aus. Den lege ich mit der linken Hand um den armseligen Burschen. Sie sind der Sheriff. Ja, der bin ich. Parker. Les Parker. Tom Rosser. Ich bin selbst mal Sheriff gewesen. Und da dachte ich, ich werde mal vorbeigehen und guten Tag sagen. Das war ein sehr guter Gedanke. Was führt Sie nach Great Plains? Derselbe Grund, weswegen andere hierher kommen, ist doch klar. Land. Ich wollte schon immer Pferde züchten. Ich weiß nicht, ich kann sie mir gar nicht als Farmer vorstellen. Oh ja, mein Hilfssheriff, Johnny Honsinger. Johnny, das ist Tom Rosser. Guten Tag. Er will eine Ranch aufbauen. Wollten Sie den Colt nicht zu Hause lassen? Noch nicht. Mhm. Passen Sie gut auf sich auf. Sie tragen keinen Stern mehr, Alter. Hören Sie auf mich. Mhm. Also, dann auf Wiedersehen. Tja, er ist ein alter Mann. Ja, sehr alt. Er ist schon 40 Jahre. Meinst du, du wirst so alt, Honsinger? Das will ich hoffen. Guten Morgen. Guten Tag. Kann ich für ein paar Stunden ein Pferd haben? Ich habe ein Stück Land draußen vor der Stadt. Das möchte ich mir ansehen. Natürlich. Vielleicht können Sie mir sagen, wo die Sektion 88 ist. Sie sind neu hier. Ja. Ist komisch. Ich wollte mir gerade selber ein bisschen Land in dieser Gegend kaufen. Sie haben eine Sektion. Mhm. 640 morgen. Wissen Sie was? Ich gebe Ihnen $1000 dafür. Ich habe es noch nicht besichtigen können. Ich muss es mir erst mal ansehen. Sie haben also das Land gekauft, ohne es zu sehen, Sir? Da können Sie nicht zu viel davon erwarten. Ich mache Ihnen einen anderen Vorschlag. Ich gebe Ihnen 1200. Nein, ich verkaufe es nicht. Ich habe es wenigstens versucht, Mister. Ihr Land liegt 2 Meilen südlich und 1 Meile westlich. Und da Sie es sowieso nicht an mich verkaufen wollen, kann ich Ihnen ruhig sagen, es ist das beste Stück Land in der ganzen Gegend. Kommen Sie, wir holen jetzt Ihr Pferd. Es tut mir leid, Ihr Pferd ist tot. Was? Wir haben so einen Lump aus dem Hinterhalt. Haben Sie ihn erwischt? Nein, leider nicht. Ich bezahle Ihnen das Pferd. Ich habe ein Pferd, das ich Ihnen mal zeigen will. Sie werden hier eins brauchen. Passen Sie auf, das wird Ihnen gefallen. Sagen Sie dazu? Ein sehr schönes Tier. Das ist das beste Pferd, das ich jemals hatte. Ich will Ihnen etwas sagen. Ich verkaufe es Ihnen für $100. Was, $100? Aber es ist doch mindestens $500 wert. Ich sagte $100. Und für das andere nehme ich keinen Penny. Wieso? Weil ich herausgefunden habe, wer Sie sind. Ich bin der Bürgermeister dieser Stadt. Und wir brauchen Sie, Mr. Rosser. Ich fühle mich sehr viel sicherer, seitdem Sie hier sind, und ich hoffe, Sie werden bleiben. $300. Das ist sicher sehr viel mehr wert, aber mehr habe ich nicht. Ganz wie Sie wollen. Auf jeden Fall gehört es Ihnen. Setzen Sie sich. Wir brauchen viel Geld. Ich habe 400 verloren und ich rühre mich nicht weg, bis ich es wieder habe. Na ja, mit Ihren Fäusten können Sie gut umgehen. Mal sehen, ob Sie es auch mit Karten können. Ist das alles, was Sie haben? Das wird nicht reichen. Wir spielen hier nämlich sehr hoch. Ich habe eine Urkunde über ein Stück Land, für das mir $1200 geboten worden sind. Zeigen Sie. Ich leihe Ihnen $1000. Sie werden auch $1000 setzen. Wir spielen hier nämlich sehr hoch. Ich habe keine 1000. Sie sind auch Riley Kanders Partner, nicht wahr? Partner? Er ist hier angestellt. Hier sind $300, mehr ist nicht drin. Ob Sie gewinnen oder verlieren, ich werde Ihnen die Ohren langziehen. Darauf können Sie sich verlassen. Mischen Sie bitte. Lausige 3. Wo wollen wir uns unterhalten? Draußen oder hier drin? Am besten sehen Sie sich erst mal den Namen an, der hier drauf steht. Sein Name ist ganz gleichgültig. Das wäre besser für Sie. Haben Sie immer noch Lust? Mr. Rosser, ich lade Sie zu einem Drink ein. Ein Bier wäre mir am liebsten. Bringen Sie 2 Bier. Rosser, das ist Akins. Ich glaube, wir beide haben uns heute schon mal getroffen, draußen auf dem Land. Nein, ich war den ganzen Tag in der Stadt. Auf unsere ruhige Stadt, Great Plains. Hier wird es jeden Tag verrückter. Ich glaube, wir haben die Wahl zu früh abgehalten, oder nicht? Über was beklagen Sie sich denn, Doktor? Wir haben einen Sheriff und einen Hilfssheriff. Beide können schnell die Pistolen ziehen. Ja, und der Hilfssheriff zieht manchmal zu schnell die Pistole. So viel ich weiß, war Rosser auch ein bisschen zu schnell als Sheriff in Kansas. Vielen Dank, Doktor. Ich habe gehört, dass Rosser nicht mehr derselbe ist, nach dem, was er erlebt hat. Sagen Sie mal, was ist eigentlich passiert in Kansas? Seine Frau wurde erschossen. Dankeschön. Guten Tag, Madame. Guten Tag. Wir haben Steak und Schmorfleisch und wir haben Schmorfleisch und Steak. Was empfehlen Sie mir? Nichts. Das Rindfleisch ist zäh, aber es ist alles, was wir haben. Ich empfehle Ihnen schwarzen Kaffee, denn die Milch ist leider sauer geworden. Zumindest sind Sie sehr ehrlich. Ich überlasse es Ihnen. Einmal Schmorfleisch. Schmorfleisch kommt sofort. Dafür, dass Sie neu in der Stadt sind, ist schon sehr viel über Sie geredet worden. Ich weiß, Sie gehören zu Riley Condors Leibwache. Aber Sie werden bestimmt keinen Streit mit mir anfangen. Das heißt, Sie haben Ihre Nerven verloren. Verschwinden Sie hier, Flon. Ich kann auf Ihre Kundschaft verzichten. Wissen Sie, was ich denke? Die Ladung habe ich für dich aufgehoben, Flon. Ich zähle jetzt bis 3. Wenn du dann nicht draußen bist. 1, 2... Er ist schwer verwundet. Schnell, hol Dr. Kent. Wenn Sie das nächste Mal trainieren wollen, dann fahren Sie nach Montana und holen sich einen Grizzlybären. Der wird Sie bestimmt nicht so zurichten wie Flon. Das kommt auch nicht wieder vor. Ich schieße ihn über den Haufen, wenn auch nur die geringste verdächtige Bewegung macht. Hier. Nein, danke. Jetzt kennen Sie den übelsten Schläger der Stadt. Ja, wie geht's denn? Er lebt. Den letzten Mann, den Flon in die Finger bekam, hat er fürs ganze Leben zum Krüppel geschlagen. Mr. Rosser, vor einigen Wochen hatten wir Wahlen in der Stadt und die gewählt wurden, die mögen wir nicht. Und was Sie mit unserer Stadt anfangen, können wir nicht ertragen. Die 2 Sheriffs erhalten ihre Anordnung und ihre Anweisung vom Saloonbesitzer und wir haben einen Richter, der mehr Zeit in Riley Kanders Saloon verbringt als im Gerichtsgebäude. Es ist die gleiche Situation wie damals in Virginia City. Dort war der Sheriff der Anführer einer Bande von Straßenräubern. Da mussten sie einen Sicherheitsausschuss bilden, um Ordnung zu schaffen. Nein, nein, mit einem Sicherheitsausschuss möchte ich nichts zu tun haben. Das ist gefährlich. An so einem Sicherheitsausschuss ist, man verliert leicht die Kontrolle. Die Leute machen dann, was sie wollen. Was sagen Sie dazu? Ich war mal in einer Stadt, wo ein Sicherheitsausschuss an der Macht war. Sie haben 8 Menschen aufgehängt. Die Hälfte davon war unschuldig. Sie meinen wohl Hunter City in Kansas? Da ließ der Sicherheitsausschuss Menschen in die Stadt, die die Situation ausnutzten, um persönliche Rache zu nehmen. Ist das nicht immer die Gefahr? Die Bürger einer Gemeinde gründen ein sogenanntes Sicherheitskomitee. Aber damit sie etwas mit ihm anfangen können, muss es stark sein. Sie holen sich Männer, die vor nichts zurückschrecken, mit denen sie sonst aber nicht einmal sprechen würden. Alter, ich habe Sie davor gewarnt, Streit anzufangen. Oder wissen Sie das nicht mehr? Sind Sie verrückt geworden? Was wollen Sie denn überhaupt? Dieser Bursche streitet sich mit Bürgern herum. Das gibt es nicht in meiner Stadt. Flon hat diesen Mann fast umgebracht. Und Sie wollen ihn verhaften, statt den, der den Streit angefangen hat? Sie haben es gehört. Und wenn Ihnen das Wort des Bürgermeisters nichts gilt, dann sagen Sie Kander, dass ich vor Gericht aussagen würde, Flon hätte den Streit angefangen. Ich will nicht, dass Sie in der Stadt bleiben. Aber solange Sie noch hier sind, Mister, sollten Sie sich anständig benehmen. Hey, Tavenner, kommen Sie her. Ist Ihre Frau nicht in demselben Postwagen wie dieser Tom Rosser nach Great Plains gekommen? Ist möglich. Also ja oder nein? Ja. Nach dem Zusammenstoß mit Rosser gestern kann ich mir gut vorstellen, dass Sie eine Schwäche für ihn haben. Bestimmt. Na fein, dann haben wir ja wenigstens etwas gemeinsam, Tavenner. Ich möchte so viel wie möglich über Tom Rosser erfahren. Warum ist er hier in der Stadt und wer hat ihn hergeholt? Sie haben eben selber gesagt, dass er kein Freund von mir ist. Ich habe keine Lust, ihn auszuquetschen. Oh, ich dachte mir, Ihre Frau könnte das tun. Was, meine Frau? Ja. Ihnen gefällt doch Ihr Job hier, oder? Tom Rosser ist da nicht gleich so misstrauisch, wenn eine schöne Frau ihn ausfragt. Was ich wissen möchte, ist, ob Leach oder einer von seinen Freunden Rosser hierher geholt hat. Wer ist da? Wen erwartest du denn? Ich bin es. Los, mach auf! Gleich einen Moment. Ich möchte mit dir über deinen Freund Rosser sprechen. Mein Freund? Zufälligerweise saß er in demselben Wagen wie ich. Schon gut, schon gut. Er ist also nicht dein heimlicher Liebhaber. Aber was nicht ist, kann ja werden. Was heißt das? Das will ich dir erklären. Ich möchte wissen, was er hier will. Sieh zu, dass du es rauskriegst. Er ist Riley Kanders ärgster Feind. Wir müssen wissen, was er vorhat. Du weißt schon, wie man so etwas macht. Mach ihn ein bisschen verliebt in dich. Das wird dir nicht schwerfallen. Hauptsache, er redet. Mr. Rosser? Mrs. Tavenner? Mr. Rosser, ich hatte noch keine Gelegenheit, Ihnen für Ihre Hilfe zu danken. Das ist schon gut. Ich habe mich so geschämt. Nach der langen Reise war ich so nervös. Und Guy, ihm ist es in den letzten Monaten nicht besonders gut gegangen. Er hat viel Pech gehabt. Das geht allen Spielern so. Sie haben recht. Es gibt gute und schlimme Zeiten, nicht wahr? Natürlich. Er ist sicher, dass er bald wieder Glück hat und dass er hier ein Vermögen verdienen kann. Ich habe viel von Ihnen gehört, Mr. Rosser. Können Sie mir verraten, warum Sie nach Great Plains gekommen sind? Ich habe ein Stück Land draußen vor der Stadt. Sie sind also nicht gekommen, um sich an Mr. Kander zu rächen? Mrs. Tavenner, hat Ihr Mann Sie beauftragt, mich auszufragen? Wie kommen Sie denn darauf? Auf jeden Fall hört es sich so an. Sie sind ein Killer. Man sagt, der Schlimmste im ganzen Westen. Mhm. Das hat Ihnen Ihr Mann erzählt. Aber es stimmt doch. Die Wahrheit ist, dass ich Männer wie Riley Kander hasse. Und meinen Mann? Guy Tavenner ist nur ein lächerlicher kleiner Spieler. Ein Mann, der seine Frau dazu benutzt. So eine Unverschämtheit. Madame? Was gibt's denn so Wichtiges, dass wir uns heute schon wieder treffen? Tom Rosser ist in der Stadt. Was denn? Rosser? Ihr wisst, es gibt hier eine Menge Leute, die uns nicht leiden können. Vielleicht haben Leach und seine Freunde ihn kommen lassen. Das bedeutet nichts. Er ist ein einzelner Mann und hat keinen staatlichen Auftrag. Wenn er nicht pariert, werden wir es ihm beibringen. Leach und seine Leute können gar nichts ausrichten. Die Kerle werden sich so lange ruhig verhalten, solange sie niemanden haben, der für sie kämpfen wird. Du meinst, bis Rosser auf ihrer Seite ist? Ich kenne Tom Rosser von Kansas. Und ich weiß, wie man ihn behandeln muss. Du kannst Rosser nicht so einfach abknallen. Deswegen muss man das legal versuchen. Was nützt es schon, wenn wir die Gesetze machen und sie nicht ausnutzen? Verstehst du? Na schön, Kander. Du kannst es versuchen. Ich reibe ihn schon trocken. Ich war überrascht, dass Leach Ihnen das Pferd gegeben hat. Ich habe ihm $500 geboten und mir hat das abgelehnt. So? Wahrscheinlich hat er geglaubt, ich bin einer von Kanders Leuten. Sind Sie es denn? Nein. Nein, so lange kenne ich ihn gar nicht. Ich bin erst vor 3 Monaten in die Stadt gekommen und dann Sheriff geworden. Sind Sie von Riley Kander vorgeschlagen worden? Nein, von Carmichael. Er ist der Wirt des Highbury Saloon. Natürlich sind er und Kander sehr dick befreundet. Aber als ich Sheriff wurde, da war Kander noch nicht in der Stadt. Ich habe Carmichael vor Jahren in Dodge kennengelernt. Ich habe Ihnen 2 Fragen gestellt. Vielleicht habe ich nicht das Recht dazu. Wir kennen uns kaum. Entschuldigen Sie, Sheriff. Schon gut. Jetzt will ich Ihnen eine Frage stellen. Was wollen Sie hier in Great Plains? Das habe ich Ihnen schon mal gesagt, oder gefiel Ihnen das nicht? Nein, nicht besonders. Kommen Sie. Sagen Sie Ihrem Boss, dass ich da bin. Sagen Sie es ihm doch selber. Da müsste ich Ihnen ja den Rücken zudrehen. Und das möchte ich nun doch nicht riskieren. Tag, Sheriff. Na? Boss, das sieht so aus, als wollten Sie hier eine Weile bleiben. So trifft man sich wieder. Nach einem Jahr in einer anderen Stadt. Auch ein anderes Geschäft? Auch ein anderes Geschäft, wenn Sie so wollen. Warten Sie mal einen Moment. Es gibt Sachen, die wir alle vergessen sollten. Kander, was Sie auch anfangen, es ist ein dreckiges Geschäft. Der Sheriff hat mich gefragt, warum ich nach Great Plains gekommen bin. Ich will ihm jetzt darauf antworten. Ich werde Sie töten. Ich habe mit dem Tod Ihrer Frau in Kansas nichts zu tun. Sie haben die Pistole nicht gehalten, die sie getötet hat, aber Sie haben den Mörder bezahlt. Sie haben es gehört, Sheriff. Ich bin bedroht worden. Mr. Rosser. Tavenner. Ist ja fein, dass ich Sie treffe. Ich wollte mich für gestern Nacht entschuldigen. Sie waren im Recht, ich sollte Sie ausfragen. Ist schon gut, wir wollen nicht mehr darüber sprechen. Hier wird also mal Ihre Ranch sein. Ja, hier wird sie sein. 640 morgen. Gutes Land. Wollen Sie es bebauen? Nein, ich... wollte schon immer Pferde züchten, schon als Kind. Keine Hühner? Frauen züchten Hühner. Frauen haben auch Pferde gern. Ist nur ein Stein. Geht schon wieder. Wie hieß sie? Wer? Ihre Frau, Sie waren doch verheiratet. Meine Frau hieß Carol. Auf Ihrer Ranch? Wollen Sie da nur Männer beschäftigen, Mr. Rosser? Mrs. Tavenner. Nennen Sie mich Susan. Ja, gern, Susan. Sie kommen aus dem Osten der Staaten, nicht? Wenn Sie Ohio Osten nennen. Warum gehen Sie nicht zurück? Das hier ist kein Leben für Sie. Ich kann nicht mehr nach Hause. Es geht nicht. Wie lange sind Sie mit Tavenner verheiratet? 6 Wochen. Ich bin früher Bibliothekarin gewesen. Da tauchte Guy Tavenner auf. Er war in der ganzen Welt zu Hause. Ich war hingerissen von ihm. Wussten Sie, dass er ein Spieler ist? Nein. Das habe ich erst erfahren, als wir schon verheiratet waren. Wir wurden in St. Louis getraut und wir wohnten in einem komfortablen Hotel. Wir tranken Champagner zum Essen und gingen jeden Abend ins Theater. Wir haben wirklich so gelebt, wie ich es mir immer erträumt hatte. Ich habe meinen Eltern nach Hause geschrieben, wie reich er wäre. Und dann borgte er sich Geld von mir. Wir fuhren zuerst nach Kansas City, dann fuhren wir nach St. Paul und dann merkte ich, was für ein Mensch er ist. Aber da war es schon zu spät. Ich konnte nicht mehr zu meinem Vater zurück. Es ging nicht. Mich rufen lassen? Oh. Willst du was trinken? Ja, gern. Diesen Boxkampf, den du mit Rosser hattest. Ach, wissen Sie, da war nicht viel dran. Tom Rosser hat mir in meinem Leben schon viel Ärger gemacht. Ich möchte nicht, dass er erschossen wird. Du sollst ihn zusammenschlagen. So ähnlich, wie du es gestern angefangen hast. Überlassen Sie das nur mir, das mache ich schon. Es soll aber ganz echt aussehen. Er muss dich angreifen. Weißt du, bei uns in Bristol gab es einen Mann. Ein richtiger Heiliger war der. Jeden Sonntag sammelte er in der Kirche für die Kollekte. Er hat weder geraucht noch Whisky getrunken und nie in seinem Leben geflucht. Am liebsten verbrachte er seine Freizeit damit, in der Bibel zu lesen. Da kam eines Tages jemand und trat seinen kleinen Hund. Weißt du, mein Junge, der heilige Joe hat ihn fast umgebracht. Ich sage dir, manche Menschen haben eine besondere Vorliebe für Tiere. Morgen, Mr. Condor. Hören Sie, hat Rosser nicht ein Zimmer in Ihrem Hotel? Ich habe ihn da nämlich öfter herauskommen sehen. Ja? Gehen Sie zu ihm und sagen Sie ihm, er soll mal nach seinem Lieblingspferd sehen. In genau 10 Minuten. Ich bin doch kein Hotelboy. Es ist irgendwas mit Ihrem Pferd. Ich würde mich mal drum kümmern. Was ist denn passiert? Ich weiß es nicht. Ich bin kein Tierarzt. Die Pistole weg, Rosser. Werfen Sie sie weg. Das Beste ist, Sie tun, was er sagt. Hilfssheriff, ich habe alles beobachtet. Das können Sie später erzählen. Ich verhafte Sie hiermit wegen Mordes, Rosser. Meine Herren, die Sitzung ist eröffnet. Bringen Sie den Angeklagten. Setzen. Schwören Sie, die Wahrheit zu sagen. Die reine Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Würden Sie denselben Eid schwören? Ich brauche nicht zu schwören. Ich bin der Richter. Also, Angeklagter, bekennen Sie sich schuldig? Mich schuldig bekennen? Sie lehnen die Anklage ab? Das kann er nicht, Richter. Weil ich ihn auf frischer Tat dabei ertappt habe, wie er Flon getötet hat. Das dürfte wohl für eine Anklage genügen. Sie haben die Anklage gehört. Sie sind also schuldig. Einen Moment. Sie sagen, er wäre schuldig? Er hatte keine Möglichkeit, sich zu verteidigen. Mischen Sie sich bitte nicht ein. Sie sind zwar der Bürgermeister der Stadt, aber ich bin der Richter. Wir wissen, dass Sie der Richter sind. Wir erwarten eine faire Verhandlung. Sie haben mir keine Belehrungen zu erteilen. Dann führen Sie eine faire Verhandlung. Sie können erzählen, was Sie wollen, Doktor. Das ändert nichts an der Tatsache, Rosser hat einen Mann ermordet. Jetzt ist es aber genug, Johnny. Alles zu seiner Zeit. Ich kann mir nicht denken, dass Mr. Rosser leugnet, ihn erschossen zu haben. Aber ich weiß nicht, ob ich den Mann nicht unter den Umständen auch umgebracht hätte. Sagen Sie, auf welcher Seite sind Sie eigentlich? Ich bin auf der Seite des Rechts. Dann verstehe ich nicht, was Sie wollen. Hilfssheriff, Sie sind also dazugekommen, wie der Angeklagte Mike Flon ermordet hat. Das ist ein Skandal. Ich habe noch nie in meinem Leben eine so lächerliche Verhandlung gesehen. Wer sind Sie? James Fenimore Fell. Ach ja. Ich habe schon davon gehört, dass Sie in der Stadt sind. Es ist mir ein Rätsel, wie ein Mann wie Sie überhaupt Richter werden konnte. Jetzt werde ich Ihnen mal was sagen, Mr. Fell. Sie mögen ja woanders ein großer Mann sein. Aber hier haben Sie gar nichts zu sagen. Sie mischen sich nur in fremde Angelegenheiten. Habe ich mich klar genug ausgedrückt? Ruhe! Ruhe! Ruhe da hinten! Dieser Mann hier hat einen Mord begangen, also hängen wir ihn! Wenn sich niemand findet, der Rosser fragt, was heute Morgen passiert ist, frage ich ihn. Also, Rosser. Einer von Riley Kanders Männern kam heute Morgen zu mir ins Hotel und forderte mich auf, nach meinem Pferd zu sehen. Ich erhebe Einspruch, dass mein Name in die Angelegenheit hineingezogen wird. Kander, Sie werden in dieser Angelegenheit noch mehr erleben. Flon hatte für Sie gearbeitet. Es war eine Falle. Flon hatte von Ihnen den Auftrag, mich zu provozieren. Mhm. Ich nehme an, Tom Rosser, Sie können das beweisen. Wer wollte, dass Sie in den Stall zu Ihrem Pferd gehen? Ich weiß, was im Stall passiert ist. Ich war dort und habe alles mit angesehen. Vielleicht können Sie uns genau berichten, was Sie im Stall gesehen haben, Madame. Ich sah Mr. Leach bewusstlos auf der Erde liegen. Ich hörte das Wiehern von Mr. Rossers Pferd und dann kam ein großer Mann aus dem Stand. Er hatte ein Messer in seiner Hand und ging damit auf Mr. Rosser los. Und da schoss ihn Mr. Rosser nieder. Danke, Madame. Danke, dass Sie die Wahrheit gesagt haben. Haben Sie die Absicht, die Verhandlung weiterzuführen, Richter? Wenn Sie meinen Rat hören wollen, ich würde Ihnen empfehlen, den Fall aufzugeben, Richter. Der Fall ist abgeschlossen. Das war sehr mutig. Misch dich nicht noch einmal ein. Lass mich los, lass mich sofort los und wage es nicht, noch einmal mich anzurühren. Du treibst dich immerzu mit diesem Rosser herum. Das ist nicht wahr. Du bist immer noch meine Frau. Und wenn du Männergesellschaft haben willst, dann sollen die dafür bezahlen. Ihre Frau noch einmal anrühren, dann lege ich sie um. Haben Sie mich verstanden? Tut mir leid. leid, dass ich Ihnen das nicht ersparen konnte. Bitte lassen Sie mich allein. Mr. Fell. Wie ich höre, haben einige Bürger die Absicht, ein Sicherheitskomitee zu gründen. Finden Sie das richtig? Nein. Aber diese Bürger wissen eigentlich, was sie wollen. Es sind Männer wie Dr. Kent, dann der Bürgermeister. Es ist mir ganz egal, wer es ist. Möglicherweise war in Virginia City ein Sicherheitskomitee nötig, hier nicht. Sie erinnern sich doch an Hunter City in Kansas. Ja, ich war dort. Seit dieser Zeit bedeutet ein Sicherheitskomitee hängen und lynchen. Schon bei dem Wort fürchten sich die Menschen. Ein Sicherheitskomitee... Und wir werden bald im ganzen Land berüchtigt sein. Niemand wird sich hier ansiedeln. Niemand. Sie müssen das unbedingt verhindern, Rosser. Ja, ich werde tun, was ich kann. Ach, Mr. Fell, Sie erinnern sich doch an die Dame, die mir geholfen hat. Ich glaube, sie braucht einen Job. Und da dachte ich... Ich kann eine Buchhalterin gebrauchen. Wie heißt die Dame? Susan Tavenner. Aha. Vielen Dank, Sir. Vielen Dank für Ihre Hilfe vor Gericht, Sheriff. Taverners Frau hat Ihnen geholfen, Mr. Rosser. Tja, ein Sheriff wird ganz gut bezahlt, aber ich habe auch ohne Stern gut leben können. Vielleicht wird es Zeit, dass ich hier verschwinde. Man wird Sie nicht weglassen, selbst wenn Sie wollen. Wer kann mich aufhalten? Das ist ein anderer Bursche als dieser Honsinger. Der Sheriff denkt nach, der Hilfssheriff nicht. Er ist weiter nichts als ein kräftiger Junge mit guten Nerven. Ich hätte Ihnen viel Ärger erspart, wenn ich Flon die zweite Ladung versetzt hätte. Was gibt es heute Gutes? Dasselbe alte Schmorfleisch. Das möchte ich haben. Einmal Schmorfleisch. Ich dachte, Sie würden mir erklären, warum Sie vor Gericht Rossers Partei ergriffen haben. Weil Sie zu plump vorgegangen sind, Mr. Kander. Ich musste doch wenigstens so tun, als gäbe es ein Gesetz in der Stadt. Sie haben das sehr echt gemacht. Ich habe mich gefragt, ob Sie vielleicht schon vergessen haben, wer Sie eigentlich sind. Nein, das habe ich nicht. Vielleicht kann ich Sie entbehren. Das habe ich schon gemerkt, als Sie Flon losschickten, obwohl Sie wussten, dass Rosser ihn erschießt. Flon hat gepfuscht. Nein, das hat er nicht. Sie wollten, dass man ihn tötet. Er war nur ein Dummkopf und jetzt habe ich keine Zeit mehr für Dummköpfe. Ach. Bin ich auch ein Dummkopf, Kander? Hören Sie, das Spiel ist mir zu wichtig, um darüber zu streiten. Sie haben damit angefangen. Wie schön. Sie sind also auf der Seite meines schlimmsten Feindes. Dieser Mann hat sich geschworen, mich umzubringen. Es war bestimmt das Beste, was ich machen konnte. Rosser denkt doch jetzt, ich bin sein Freund. Sie wissen ja, er ist ebenso hinter mir her wie hinter Ihnen. Ich habe schließlich seine Frau umgebracht, oder nicht? Sind Sie davon überzeugt, dass er nicht weiß, wer Sie sind? Wenn er das wüsste, könnte ich mich gleich morgen mit Flon zusammen beerdigen lassen, Mr. Kander. Tja, die Burschen haben uns jetzt in der Hand und wir müssen uns damit abfinden. Bleibt uns nichts weiter übrig. Heute war das nur ein Exempel, um zu zeigen, was Sie mit denen machen werden, die sich gegen Sie auflehnen. Der Sheriff ist nicht auf Ihrer Seite. Er hilft immer Rosser. Ein Mann, aus dem ich nicht schlau werde. Tja, was ist mit Rosser? Was hältst du von ihm? Ich weiß nicht. Ich habe ihn heute Abend hierher bestellt. Vielleicht erfahren wir dann mehr. Kommen Sie rein. Guten Abend. Doktor, ich bin heute hierher gekommen, weil Sie mich darum gebeten haben. Aber eins will ich Ihnen gleich sagen. Wenn diese Versammlung irgendwas mit einem Sicherheitskomitee zu tun haben sollte... Dann mache ich nicht mit. Sie wollen nicht? Nein, ich will nicht. Und ich habe meine Gründe. Ich bin gegen ein Sicherheitskomitee, wer es auch immer führt. Ich war zuerst auch gegen ein Sicherheitskomitee. Aber was sollen wir sonst tun, wenn Diebe und Mörder die Oberhand gewinnen? Rosser, Sie haben es heute Morgen erlebt. Was für ein Gesetz und was für eine Ordnung in unserer Stadt herrscht. Ein Sicherheitskomitee löst keine Probleme, schafft höchstens welche. Wenn die Leute mal mit dem Aufhängen angefangen haben, kann man sie nicht mehr bremsen. Wer sagt denn das? Wir lynchen niemanden. Wir wollen nur unsere Stadt wieder, die uns diese Gauner weggenommen haben. Dann tun Sie es auf gesetzlichem Weg. Wir können nicht warten. Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Rosser, sagen Sie mir, sind Sie auf unserer Seite oder sind Sie es nicht? Ich bin es nicht. Was sind Sie eigentlich für ein Mensch? Sie reden so wie wir, Sie handeln so wie wir und dann sagen Sie nein. Hör doch auf, Charlie. Wir wollen uns doch nicht beschimpfen. Das hat keinen Zweck und führt zu nichts. Rosser, sagen Sie mir ehrlich, was wollen Sie um Himmels Willen in Great Plains? Doktor, ich werde nicht vergessen, was Sie für mich getan haben. Aber es tut mir leid. Ich glaube, er hat die Nerven verloren. Das glaube ich nicht. Also, er spielt sein eigenes Spiel. Am besten, wir schreiben ihn ab. Was auch getan werden muss. Wir müssen alles selber tun. Mit mir, Rosser? Ich trinke nur mit meinen Freunden. Whisky. Was ist denn das? Ich bin der neue Hilfssheriff. Die Stadt ist im Wachsen, Rosser. Der Stadtrat dachte, der Sheriff könnte noch eine zweite Hilfskraft brauchen. Und ihr habt den Sheriff-Stern diesem Hinterwäldler gegeben? Seien Sie vorsichtig, Rosser, Sie gehen zu weit. Versuchen Sie doch, mich zu verhaften. Woraus ist der gemacht? Aus Blech? Rosser, Sie provozieren. Das tun Sie doch immer, Kander. Heute Morgen, die Flinte schießt nicht schnell genug. Sagen Sie es ihm, Kander. Also gut. Lass es. Sie wollen es nicht anders, Rosser. Wer will mit mir anfangen? Sie? Der neue Hilfssheriff ist ein Waschlappen, Kander. Und feige ist er auch. Hol Honsinger. Halt. Setzen Sie sich. Sie wollen, dass ich als Erster die Pistole ziehe, Rosser, aber ich tue Ihnen nicht den Gefallen. Das werden Sie noch bereuen, Rosser. Genau wie vor einem Jahr in Kansas City. Guten Morgen, Sheriff. Was soll das, Rosser? Warum wollen Sie einen Streit mit Kander erzwingen? Er kennt meine Gründe. Ich weiß, Sie wollen ihn umlegen und am liebsten wäre es Ihnen, wenn es wie Notwehr aussieht. Aber Riley Kander wird sich nicht provozieren lassen. Er wird zuschlagen, wenn Sie überhaupt nicht daran denken. Ich sage Ihnen, er wird ganz im Hintergrund bleiben. Die Arbeit macht ein anderer. Ich weiß. So hat er es schon einmal gemacht. O'Hara, 26 Tage, 52 Dollar. 50 und 2 Dollar. Kevin, 22 Tage, 44 Dollar. Sie sind doch der Mann, den ich aus dem Gefängnis geholt habe. Ja, aber wenn Sie sich vielleicht erinnern können, es war wegen dem verfluchten Croupier. Ich habe protestiert in meinem normalen Tonfall. Da kam der Sheriff und nahm mich hoch. Du hast ja fast den ganzen Saloon auseinandergenommen. Tja, ich weiß nicht recht. Ich sollte deinen Lohn einbehalten, damit du nicht wieder in Schwierigkeiten kommst. Tun Sie das bitte nicht, Mr. Davis. Ich trinke nicht mehr. Wegen meiner armen alten Mutter. Die ist auf mein Geld angewiesen. Aber benimm dich anständig, sonst gibt's wieder Ärger. $44. Ich gebe Ihnen wieder $2 raus. Nochmal $2. 10 gewinnt, Joker verliert. Das war mein letzter Dollar. Wenn Sie nicht spielen wollen, gehen Sie weg, Mister. Ich habe all mein Geld verloren. Ich habe ein Recht zu sehen, wie meine Freunde ihres verlieren. Ich sage Ihnen, machen Sie Platz für die zahlungskräftigen Spieler. Guten Tag. Guten Tag. Wie gefällt Ihnen Ihr neuer Job? Danke, Mr. Rosser, sehr gut. Ich hatte leider noch keine Zeit, mich zu bedanken, dass Sie mich empfohlen haben. Es war eine Stelle frei und da habe ich Sie vorgeschlagen. Ich bin glücklich, dass ich jetzt für meinen Lebensunterhalt allein aufkommen kann. Sie sind der Einzige, der weiß, was es mit meinem Mann für ein Leben war. Sie brauchen mir nichts über Guy Tavenner zu sagen. Dieses Leben ist jetzt vorbei, Mr. Rosser. Und Sie haben Ihr Leben noch vor sich, Susan. Die Vergangenheit ist bald vergessen. So ein Pech. Keiner von den 6 Burschen hat noch einen $1 übrig. Riley Kander hat meinen ganzen Monatslohn. Das finde ich ja unerhört. Das ist eine Mist. Ich habe solche verdammten Lumpen in den letzten 10 Jahren überall gesehen. Aber mir ist noch nie ein so unverschämter Gauner vorgekommen wie dieser Kander. Immer mit der Ruhe, Männer. Tut nichts, was ihr nachher bereuen müsst. Kander ist ein verdammt harter Bursche. Das sind wir auch. Wollen mal sehen, wie hart Kander wirklich ist. Ja, los, geht's! Bleibt die Duke. Los, raus! Wir haben schon genug Unannehmlichkeiten mit euch gehabt. Du weißt gar nicht, was das ist. Nimm deine Vogelflinte weg, sonst stecke ich sie dir in deinen verfluchten Hals. Ihr habt genug zu trinken gehabt und ihr hattet euer Vergnügen. Sie schulden uns $40, Pullmann. Raus damit, sonst erleben Sie was. Her mit dem Geld oder wir schlagen die Bude zusammen. Ich hab dir doch gesagt, du sollst das Ding... Ihr verdammten Idioten! Die haben doch angefangen. Jetzt ist es zu spät, Sheriff. Dafür werden wir noch bezahlen müssen. Bringt sie hier raus. Ich habe keine Zeit für Sie, Rosser. Das macht nichts. Wie wollen Sie das dem Stadtrat erklären? Ich verstehe nicht, was Sie damit meinen. Hier gibt's doch überhaupt nichts zu erklären. Wenn der Mob hier einbricht, habe ich das Recht, mich zu verteidigen, Mr. Rosser. Sie müssen sich verteidigen gegen Leute ohne Waffen? Schaffen Sie ihn mir aus den Augen, Sheriff. Warten Sie mal, Kander. Als Sheriff dieser Stadt ist es meine Pflicht, diesen Fall zu verfolgen. Sie haben gesagt, es war der Mob, aber die Eisenbahner werden etwas anderes sagen und die Stadt sicher auch. Hören Sie, es ist mir im Augenblick vollkommen egal, was geredet wird. Vor allem, was Sie reden, Sheriff. Und nun schnell raus mit euch. Rosser. Sie waren doch auch Sheriff. Was würden Sie tun, wenn jemand sagt, er hätte sich in Notwehr gegen unbewaffnete Leute verteidigen müssen? Es hat keinen Zweck, ihn zu verhaften. Denn Sie wissen doch genau wie ich, dass er den Stadtrat, den Richter und den Sheriff bestochen hat. Oder etwa nicht. Ist das wahr? Tja, ich wollte, es wäre nicht wahr. Ich hätte Kander für schlauer gehalten. Jetzt hat er eine große Dummheit gemacht. Hat Kander denn geschossen? Kander und seine Bande. Das bedeutet, es wird nichts unternommen. Jetzt sind Sie an der Reihe. Nein, ich habe das Gesetz nicht auf meiner Seite. Ich kann mich nur in Notwehr verteidigen. Ich habe gestern Abend versucht, Kander zum Schießen zu bringen. Er war leider zu schlau. Die Sache wird das Sicherheitskomitee wieder in Bewegung bringen, fürchte ich. Legen Sie Kander um. Mir ist es egal, ob Sie es mit oder ohne Gesetz machen. Mr. Fell, es tut mir um Ihre Männer sehr leid. Es tut Ihnen nur leid? Ja. Es muss etwas unternommen werden. Es wird kein Komitee in dieser Stadt gegründet. Aber Mr. Fell, Sie haben doch nicht mal das Bürgerrecht in Great Plains. Nein, aber ich bin verantwortlich dafür. Dieses ganze Land hat mir einmal gehört. Ich habe es an Ihre Leute verkauft in der Hoffnung, Sie würden mit meiner Hilfe eine friedliche Stadt gründen, wo alle in Frieden leben können und die nicht von Verbrechern geführt wird. So eine Stadt hätte ich auch gern. Aber wir waren zu beschäftigt. Alle wollten verdienen, möglichst viel, und dabei haben wir nicht aufgepasst, was um uns herum vorging. Wir haben einer dreckigen Bande von Dieben und Mördern Zeit gelassen, sich hier breit zu machen. Aber jetzt haben wir die Absicht, damit gründlich aufzuräumen. Mit einem Komitee? Ich habe jeden Dollar, den ich mir erbetteln, borgen oder stehlen konnte, in dieses Unternehmen gesteckt, nur um die Eisenbahn zu bauen. Aber wenn in dieser Stadt erst ein Sicherheitskomitee gegründet wird, kommt kein Siedler mehr her, nicht ein einziger. Ich habe die mal billig bekommen. Für alle Fälle. Greift zu, Männer. Ihr müsst wissen, ein Komitee steht außerhalb von jedem Recht. Wir sind jetzt legal. Wir sind das Gesetz. Und das Gesetz hat die Pflicht, Verbrecher zu bekämpfen. Und da ist noch etwas. Dieser Tom Rosser. Gehört er zum Komitee? Ja. Natürlich. Ich habe noch ein Eisen im Feuer, aber ich will es mir aufheben. Wer Tom Rosser umlegt, bekommt von mir eine hohe Belohnung. Verbreitet das. Wie er das macht, ist mir völlig egal. Wie viel? 2500. Oh, das ist gut. $2.500. Mhm. Für so viel Geld würde ich es auch tun. Wer hat die Belohnung ausgesetzt? Kander. Kander? So. Haben Sie vom Kopfgeld für Rosser gehört? Ja. Honsinger hat es auch gehört. Glauben Sie, er will sich das Geld holen? Niemand hat eine bessere Chance. Ich kannte jemanden, der sollte $2.000 kriegen, wenn er einen Mann von hinten erschießen würde. Bekam er das Geld? Nein. Er hat vorbeigeschossen und die Frau getötet. Und seitdem verflucht er sich. Ja? Ich bin es, Rosser. Der Sheriff. Kommen Sie rein, die Tür ist offen. Guten Abend. Wissen Sie schon, dass jeder in der Stadt $2.500 erhält, der Sie umlegt? Was Sie nicht sagen. Jeder Mann, der eine Pistole halten kann. Damals in Kansas hatte Kander auch Kopfgeld für mich ausgesetzt. Aber er hatte einen Spezialisten, der mich umlegen sollte. Hier ist es was anderes, Rosser. Dieses Kopfgeld ist eine Aufforderung an jeden, auf Sie zu schießen. Wissen Sie, wie viele Leute es in der Stadt gibt, die für $2.500 ihre eigene Mutter umbringen würden? Sie brauchen nur einmal unvorsichtig zu sein und schon ist es passiert. Ich weiß. Warum gehen Sie da nicht fort? Das werde ich, sobald Riley Kander tot ist. Ja. Doktor... Es ist schon nach 5 Uhr. Ich möchte nur wissen, wo die anderen bleiben. Die haben nicht verschlafen. Die haben die Hosen voll. Aber wir nicht. Kommt. den Weg hierher. Stehen bleiben! Riley Kander, Sie sind hiermit verhaftet. Was wollt ihr eigentlich? Ihr seid nur der Pöbel, wir sind das Gesetz. Wir geben Ihnen eine faire Verhandlung, Kander. Das ist mehr, als Sie den anderen gewährt haben. Ich werde jetzt bis 3 zählen. Wenn ihr dann nicht verschwunden seid, fangen wir an zu schießen. 1, 2... Los, stellt zurück! Ich sehe nach, ob ich Dr. Kent finden kann. Setzen Sie sich. Sie müssen das ausziehen. Es war ein schlimmer Kampf da draußen. Es war fürchterlich. Die Hälfte des Komitees ist natürlich nicht gekommen. Kander und seine Bande haben uns erwartet. Sie haben angefangen zu schießen. Wir sind direkt reingelaufen. Was haben Sie denn anderes erwartet? Rosser hat es uns beiden vorausgesagt. Es war unser Fehler. Wer nicht für uns ist, ist gegen uns. So? Hat vielleicht Kander deshalb den hohen Preis von $2.500 auf seinen Kopf gesetzt? Ha? Sie sollten doch verhindern, dass das Komitee gegründet wird. Warum haben Sie das nicht fertiggebracht? Jetzt habe ich aber genug. Gehen Sie. Also schön. Dann werfen Sie das Komitee raus. Ein paar von den Anführern sitzen da drin. Jetzt werde ich das tun, weswegen ich hergekommen bin. Auf meine Art. $2.500. Hm. Für die Hälfte habe ich es vor 3 Jahren mit Billy the Kid aufgenommen. Und diesmal brauchen wir keine Angst zu haben, ins Loch zu kommen. Lass mich nur nicht im Stich. Du kennst mich doch. Passen Sie doch gefälligst auf, Mann. Entschuldigung. Ich habe jetzt genug davon. Immer wird man hier herumgestoßen, nur weil man fremd ist. Wenn du zu der Prämie kommen willst, so nicht. Diese beiden haben versucht, das Kopfgeld zu bekommen. Die beiden Kerle waren gestern noch eingesperrt. Wir haben sie heute Morgen erst freigelassen. Sicher haben sie gehofft, sofort Geld zu machen. Verhaften Sie mich jetzt? Ich bin der Mann, der Ihnen von der Prämie erzählt hat. Gib das her! Was denkst du dir, du versoffener Idiot? Ich möchte sofort meinen Lohn. Ich verlasse die stinkende Stadt Kander und will sofort meinen Lohn. Hast du von dem Mann den Whisky kassiert? Seine 2. Flasche. Und seine letzte. Komm, raus mit dir! Mrs. Stevner. Guten Morgen, Mrs. Stevner. Guten Morgen. Würden Sie das bitte Davis geben und ihm sagen, ich käme etwas später. Seien Sie so gut. Aber gern, Mr. Fair. Hey, du! Ich möchte mit dir sprechen. Guy, bitte. Sie haben was mit dir gehabt, oder? Guy! Scheren Sie sich weg, Sie betrunkener Kerl! Vorsicht, Mr. Fair! Holen Sie Dr. Kent. Schnell, Doktor. Kommen Sie. Lassen Sie mich nachsehen. Halt! Dieser Mann ist mein Gefangener. Lassen Sie ihn in Ruhe und keine Bewegung. Den können Sie haben. Diese Eisenbahnarbeiter sind aber wilde Burschen. Die werden doch ganz anders, wenn Fell sterben sollte. Ich war betrunken, ganz sinnlos betrunken. Aber Sie werden mich doch nicht etwa aufhängen. Das kommt auf den Richter an. Ist es Richter Murcutt? Ja. Der wird auch von Riley Kander bezahlt. Ebenso wie Sie. Nein, nicht mehr. Er hat mich entlassen. Seien Sie doch froh, dass Sie entlassen worden sind. Die Eisenbahner können Riley Kander nicht leiden und das ist doch nur gut für Sie. Kommt, geht doch, Männer. Was wollt ihr denn hier? Kommt, geht an eure Arbeit. Los, schnell. Und steht hier nicht so herum. Was ist denn los mit euch? Hier kommt ihr her und werft die Fensterscheiben ein? Hier ist ein Mann eingesperrt, der längst aufgehängt sein müsste. Um den braucht ihr euch nicht zu kümmern. Der bekommt schon seine gerechte Strafe. Ja, genauso wie Kander, als er unsere Männer erschossen hat. Wir haben genug von der Art, wie Kander mit dem Gesetz umgeht. Ich habe den Eisenbahndirektor hierher bestellt. Wenn ihr hierher kommt, dann werdet ihr sehen, wie es an einem ordentlichen Gericht zugeht. Ja, das ist richtig. Kommt, Leute! Und die meisten Männer sind in seinem Saloon. Die anderen Männer hat er in der Stadt verteilt. Sogar da oben. Da. Wir haben genug Männer zusammen getrommelt, um mit ihnen fertig zu werden. Und wir sind heute nicht unbewaffnet. Versuchen Sie es nicht allein. Sie zwingen mich dazu, Doktor. Ich kann nicht verantworten, dass die Eisenbahnarbeiter und ihr Sicherheitskomitee hier ein Blutbad anrichten. Das wäre das Ende der Stadt. Sehen Sie. Rosser, wir werden... Und da oben. Rosser, wir haben einen Plan und wir sind stark. Tun Sie nichts allein. Sie werden getötet. Das gehört zu meinem Beruf. Töten. Und getötet werden. Sie müssen sie aufhalten. Hier bin ich, Kander. Sie haben ja verdammt gute Nerven. Gehen Sie wieder zu Ihren Freunden auf die Straße. Nein, Kander. Jetzt ist es Zeit für Sie und für mich. Jetzt rechne ich ab. Sie haben keine Chance. Sie haben auch keine. Vielleicht komme ich nur einmal zum Schuss. Aber mit diesem einen Schuss werde ich Sie töten. Der alte Mann gibt eine Abschiedsvorstellung. Na, wie ist es? Gelten die 2500 Dollar noch? Sie gelten noch. Es tut mir sehr leid, Rosser. Ich konnte mich nicht raushalten. Ich weiß. Sie sind Riley Kanders Mann, das weiß ich schon lange. Das ist noch nicht alles. Ich bin auch der Mann aus Idaho. Komm, Alter, fang an! Warte, du Dummkopf. Sein wahrer Name ist nämlich Lee Ring. Ich bezahlte ihm 2000 Dollar, damit er sie umlegt. Er ist der Mann, der Ihre Frau erschossen hat. Sie sagten mir gestern Abend, Sie hätten hier noch was zu erledigen. Wissen Sie es noch? Das ist jetzt meine Sache. Ich hatte es schon lange vor. Kander ist tot. Honsinger und der Sheriff auch. Riley Kander ist tot, hört ihr? Werft die Waffen weg. Es ist aus. Seh mal nach. Da, die Kugel hätte ich. Fell beschwert sich, er möchte wieder an die Arbeit gehen. Ist vielleicht das Beste für ihn. Nicht für Sie. Sie bleiben 4 Wochen lang im Bett. Ich weiß eine gute Krankenschwester, Mrs. Tavenner. Was ist mit Tavenner passiert? Er ist tot. Akins hat ihn in der Gefängniszelle erschossen. Und die Eisenbahnarbeiter haben Akins auf der Flucht erschossen. Ich habe Angst um Sie gehabt. Ist das schlimm? Nein, es ist alles in Ordnung. Bestimmt. Hoffentlich kann ich jetzt endlich mit meiner Pferdezucht anfangen. Ich denke gerade daran, dass ich nur Männer auf meiner Ranch beschäftigen wollte. Vielleicht überlegen Sie sich's nochmal.